Es ist Gründonnerstag, der Tag, an dem wir feiern, dass Jesus uns das Abendmahl geschenkt hat. Brot und Kelch als Zeichen seiner Nähe, seiner Liebe zu uns. Und wie so vieles können wir das an diesem Gründonnerstag in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge nicht im Gottesdienst in einer unserer Kirchen feiern. Aber das Abendmahl am Gründonnerstag 2021, es fällt nicht aus. Wir feiern es trotzdem. Nicht hier in einer unserer Kirchen, sondern, wenn ihr mögt, bei euch zu Hause. Dazu möchten wir euch ganz herzlich einladen. Abendmahl zu Hause selber feiern, geht das denn überhaupt? Ja klar, das geht. Schon Martin Luther hat gesagt, dass das jeder in Notzeiten darf. Und dass wir uns gerade in einer Notzeit während dieser Pandemie befinden, das kann wohl kaum jemand leugnen. Darum an dieser Stelle von uns PastorInnen ganz offiziell, ihr dürft ja, ihr sollt sogar das Abendmahl an diesem grünen Donnerstag 2021 selber zu Hause feiern. Abendmahl zu Hause feiern, was braucht ihr dafür? Gar nicht viel. Vor allem braucht ihr mindestens zwei Personen. Alleine geht das nämlich leider nicht. Und wenn ihr alleine wohnt, alleine lebt, dann schaut doch, ob ihr jemanden finden könnt. In der Familie, im Freundeskreis, der Nachbarschaft oder der Gemeinde, mit dem ihr um 19 Uhr am grünen Donnerstag das Abendmahl feiern könnt. Und ihr braucht Brot. Vielleicht mögt ihr es sogar selber backen. Und Gläser oder Becher gefüllt mit Wein, egal ob Rot oder Weiß, oder eben Traubensaft. Und ihr braucht den Ablauf für die Abendmahlsfeier. Den Ablauf findet ihr als Link unterhalb dieses Videos zum Download. Alles steht aber auch noch einmal auf unseren Internetseiten. Schaut gerne vorbei. Und wir schlagen euch am Gründonnerstag auch eine ganz konkrete Uhrzeit vor, an der ihr zu Hause Abendmahl feiern könnt, nämlich um 19 Uhr. Denn um 19 Uhr werden alle Glocken der vier Kirchen in unserer Region gleichzeitig erklingen und die Hausabendmahlsfeiern einläuten. Ein Zeichen der Verbundenheit über alle Grenzen, alle Distanz hinweg. Lasst euch einladen an diesem ganz besonderen grünen Donnerstag. Lasst euch einladen von Gott selbst, an seinen Tisch zu kommen. Euch beschenken zu lassen mit seiner Nähe, seiner Liebe, und zwar bei euch zu Hause. Gott segne darum euch und eure Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Ach ja, und wenn ihr mögt, würden wir uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr nach eurer Abendmahlsfeier uns vielleicht ein Foto schicken könntet von eurem Abendmahlstisch und vielleicht auch noch zwei, drei Sätze dazu schreibt, wie war das eigentlich für euch, selber zu Hause Abendmahl feiern. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir wünschen euch einen gesegneten grünen Donnerstag und eine ganz besondere Abendmahlsfeier bei euch zu Hause.